Wir führen hier heute eine K-Klinik durch. Das ist für uns der, ja, wir sagen, Last Call Entwicklung. Wir sind jetzt in der Konzeptionierung so weit fortgeschritten, dass wir nur noch kleinere Anpassungen vornehmen können. Da holen wir uns Feedback ein von drei wesentlichen Gruppen. Die erste Gruppe ist eine Expertengruppe mit langjähriger Automobilerfahrung. Die zweite Gruppe kommt aus der Community, die uns schon über längere Zeit stark unterstützt. Die dritte Gruppe, das sind Leute, die das Fahrzeug im ganz normalen alltäglichen Gebrauch verwenden. Und die Rückmeldungen dieser drei Gruppen nehmen wir auf, versuchen sie zu verstehen und werden die wichtigsten Rückmeldungen bei uns in der Entwicklung berücksichtigen. Ich bin Wolfgang Martin, bin heute 73 Jahre alt geworden und habe 2017 den SIO reserviert. Ja, also anfänglich hat mich die Idee begeistert, ein Solarauto fahren zu können. Ich fand das genial. Ich habe mich immer gefragt, warum man das noch nicht macht. Und dann kam irgendwann mein Schwiegersohn und sagte, schau mal ins Internet, da gibt's sowas. Dann war ich sofort Feuer und Flamme dafür. Gefallen tut mir am Sion eigentlich nach wie vor, dass er eben diese Ladeintegration hat, dass er bidirektionale Ladefähigkeit hat. Ich finde das einfach, das Gesamtpaket des Sion, sehr rund, sehr überlegt. Das hat mir alles sehr gefallen. Und was ich denke, was er auf jeden Fall haben sollte, ist ein Rückfahrkommando. Wir wollen mit dem Sion eine App ausliefern und diese App soll einmal Besitzern die Möglichkeit geben, ihr Auto zu teilen oder damit zu interagieren und Carsharing-Usern, also Menschen, die sich ein Auto ausleihen möchten, die Möglichkeit geben, ein Auto auf einer Karte zu finden und das auszuleihen. Diese Community sind zum Beispiel Vorreservierer oder Anzahler des Sions oder Menschen, die uns schon länger begleiten und denen möchten wir besonders dieses Sharing-Konzept zeigen. Und das machen wir mit Hilfe der Zoe hier. Und die Zoe ist mit einer Telematikeinheit ausgestattet. Das bedeutet, die kann schon mit unserer App sprechen. Und das testen wir einfach mit diesen Jungs und Mädels durch. Wir sind ständig und immer auf diese Rückmeldungen angewiesen. Und wir haben jetzt Rückmeldungen, wo wir sagen, okay, wir nehmen Sachen raus oder wir bauen Sachen dazu. Und haben aber auch Bestätigungen bekommen. Uwe, ich habe den Sion im Zuge der Weihnachts-Crowdfunding-Kampagne vorreserviert. Was mich an Sono Motors wirklich gezogen hat, ist die Reparierbarkeit, dass ich das selber machen kann, dass es von Sono Motors Anleitungen gibt dazu und auch die Offenlegung des Werkstattbuches, also dass Sono Motors nicht mit den Folgekosten Geld verdient wie die herkömmlichen Hersteller, sondern dass man das selber machen kann. Eigentlich die Firmenphilosophie und eine radikal neue Herangehensweise. Wir haben einige Testfahrten gemacht. Jeder Teilnehmer hat jedes Auto fahren können für 15 bis 20 Minuten, hat einen Testparcours durchfahren können, gewisse Fragen beantworten können. Wir haben schon sehr interessante Feedbacks bekommen, also sehr positive im überwiegenden Teil bezüglich des Fahrverhaltens. Bezüglich der Lenkung. Was wir allerdings auch noch lernen mussten, ist, dass die Bremse noch mal ein bisschen besser dosierbar eingestellt wird. Der Absolvierung dieser K-Klinik mit einem sehr guten Gefühl heraus. Es hat richtig Spaß gemacht, mit den Leuten am Fahrzeug zu sprechen, im Fahrzeug zu sein, im Fahrzeug zu fahren. Direkt in der Interaktion die Feedbacks zu bekommen, neue Ideen zu bekommen. Wir hatten zwar wechselhaftes Wetter, wir sind jetzt hier im Abschluss gerade bei Sonnenschein, aber hatten auch ein bisschen Schneefall zwischendurch. Wir werden jetzt alle Anregungen und Ideen, die wir aufnehmen konnten von den Evaluatoren, aufschreiben, bewerten, schauen, was wir davon wirklich noch umsetzen können. Zum Beispiel Rückfahrkamera soll kommen, ein Start-Stopp-Knopf ist sehr gewünscht. Da werden wir jetzt schauen, dass wir die umsetzbaren Dinge in der Entwicklung wirklich berücksichtigen und dann ins Fahrzeug bringen.